Wir stehen hier heute an Mahnmal für das letzte Maueropfer Griff Skefroy, der am 5. Februar 1989 beim Versuch in die Freiheit zu gelangen hier ums Leben kam. Und wir denken heute an 60 Jahre Mauerbau. Wir denken heute auch an die erschossenen Kinder, Jörg Hartmann und Luther Schleusener. Wir denken heute an die anonymen Toten, für die das Mahnmal auf dem Friedhof im Baumschulenweg aufgestellt wurde. Und wir denken daran, dass diese Stadt, unsere Heimatstadt Berlin, 28 Jahre durch Mauer und Stacheldraht, durch die deutsche Teilung zerrissen war. Ich selbst habe ja noch erlebt, dass ich nicht zur Uroma nach West-Berlin konnte, die in Zehlendorf wohnte, die ich dann erst nach dem Mauerfall besuchen konnte. Und ich habe auch erlebt, wie diese Stadt mit der Mauer im Innersten zerrissen war und geteilt war. Man denkt an den Potsdamer Platz, an das Brandenburger Tor und an die vielen Straßen, die durch Mauer und Stacheldraht zerrissen wurden. Auch nach 60 Jahren und insbesondere 32 Jahren nach dem Fall der unsäglichen Mauer muss an die bis jetzt bestätigten 140 Toten erinnert werden. Und es muss klar sein, sowas darf es nie wieder geben, nicht in Berlin und anderswo. Wir verneigen uns heute vor den Opfern und erinnern an das Leid, was mit der Berliner Mauer über 28 Jahre verbunden war. 60 Jahre Mauer bedeuten exemplarisch für die Nachwelt, wie sozialistische oder kommunistische Diktaturen mit ihren Menschen umgehen, dass sie einsperren, in Unfreiheit leben lassen und dass sie eben nicht die bessere Alternative zu Demokratie, zu Marktwirtschaft, zu Freiheit und Wohlstand sind. Wer seine Menschen einsperrt, um sie zu halten, hat sein Recht schon verwirkt, ein Staat zu sein. Und deswegen ist ein Beispiel dafür, dass nicht eine Minderheit eine Mehrheit dominieren darf und dass Diktaturen auf Dauer keinen Bestand haben.